Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Wir spielen Robomechanik Simulator. Ja, es ist noch eine Early Access Version. Es ist gerade frisch auf den Markt gekommen. Wieder der Hinweis in eigener Sache. Nein, ich habe den Key nicht zur Verfügung gestellt gekriegt. Ich habe mir das Spiel ganz regulär gekauft. Wie gesagt, es ist Early Access und ja, wir landen erstmal hier mit viel Werbung und für andere Spiele. Da bin ich übrigens auch hinterher, aber okay, das gibt's doch nicht. Es soll demnächst einiges Neues kommen. Unter anderem soll es demnächst eine deutsche Übersetzung geben. Die gibt es leider bisher noch nicht. Also seht's mir nach, wenn ich das mit dem Englisch nicht so toll hinkriege, sondern das mehr oder weniger nicht nach dem, was da steht, spiele, sondern intuitiv. So, als erstes müssen wir einen Account anlegen. Ja, was machen wir? Komplett meinen Usernamen kriege ich nicht rein, der ist zwei Zeichen zu lang. Deswegen machen wir das so. So, wir haben 500 Ressourcen. Da kommen wir später zu, was wir dafür brauchen. Ja, das Datum seht ihr da oben. Es ist also gestern Abend auf den Markt gekommen, das Spiel. Und ich spiele es heute, auch wenn ihr dann die Folgen erst ab Montag sehen werdet. Ich habe das Ganze schon mal angetestet. Dummerweise ja, gibt es da so ein bisschen Probleme. Okay, das hat er behalten. Und zwar, wenn ich bei dem Video beigehe und hier was verändere. Die Spielauflösung war höher am Anfang. Die habe ich jetzt runtergestellt auf Full HD. Das andere muss so bleiben, wie es ist, aus dem ganz einfachen Grunde. Ansonsten schmiert euch das Spiel ständig ab. Zumindest ist das bei mir so gewesen. Ja, hier gibt es leider bisher nur noch Englisch, hatte ich eben schon erwähnt. Gut, wir fangen einfach an. Es geht darum, ja klar, Rover reparieren und so weiter. Wir kennen dieses Genre ja schon und so, wie gesagt, ich werde hier das Tutorial einfach mit den Tasten so, ups, falsche Taste, so überspringen, werde das Ganze intuitiv machen, denn wer mich kennt, der weiß, Englisch ist nicht mein Ding. Oh, wir müssen jetzt erstmal anfangen, hier die Sachen einzusammeln. Sie sind immer mit diesem, ja, sieht aus wie so ein Edelstein da oben drüber. So, und das ist jetzt eigenartig gemacht. Sobald wir in den Bereich kommen, können wir machen, was wir wollen. Da geht nichts mehr. Ja, da kann man nur noch lesen und bestätigen. Jetzt könnten wir wieder das auswählen, aber beim ersten Mal draufklicken, jetzt, bumm, steht alles. Eigenartig gemacht, man muss es nicht anklicken oder so, sondern es ist ganz einfach so. So, das erzählt uns im Grunde, was ist, weil das brauchen wir später. Das war jetzt der Schnelldurchgang und jetzt öffnen wir unser Tablett, was wir gerade eingesammelt haben. Auch hier wieder, zack, erst das. So, wir gucken uns den ersten Auftrag an. Ja, jetzt kann ich es anklicken, wie man sieht. Beim ersten Durchgang habe ich es angeklickt und schwupp war das Spiel weg. Wie gesagt, ich hatte die Einstellungen, die Grafikeinstellungen geändert und ja. So, jetzt müssen wir zack mit unserem Fingerabdruck das bestätigen. Wir können hier uns nochmal den Quest angucken, können das durchlesen. Printer geht noch nicht. Na, das ist eine Info über uns selber. Das ist ein Warenhaus, was aber im Augenblick auch noch nichts hergibt. Dieses sogenannte Warenhaus ist dann im Endeffekt unser Inventar, aber das ist eine andere Geschichte. So, und Upgrades. Das ist das, was später ist, wo wir dann hier unsere Fähigkeiten upgraden können. So, und
Das war's. Ja, jetzt müssen wir. Und das finde ich ein bisschen eigenartig. Ich weiß nicht, warum das so ist. Bei jedem Mal die Werkbank nehmen und hier erstmal hinstellen. Man braucht die also nicht gerade irgendwie ausrichten, sondern einfach irgendwie, wenn es grün anzeigt, draufklicken. Und dann steht die da, wo sie stehen soll. So, als nächstes müssen wir hier an dieses Ding gehen. Müssen wieder per Fingerabdruck bestätigen. Nein, Schlange spielen wollen wir nicht. Terminal brauchen wir auch nicht. Sondern wir brauchen jetzt erstmal den Kran. Man kann das bewegen hier, diesen Zielzeiger. Wozu weiß ich aber auch nicht wirklich so genau. Vielleicht brauchen wir das später nochmal. Jetzt im Augenblick gehen wir erstmal bei und müssen die Kiste nehmen. Da. So, und Shift und S. Und dann kommt F und dann haben sie was dran. So, und wieder Shift und S und F, dann liegt es auf dem Tisch, dann drücken wir Escape, das Ganze fährt zurück, wir können hier mit Exit rausgehen. Ja, und das müssen wir, soweit ich das bisher gesehen habe, bei jedem Mal machen. So, wenn wir uns daran erinnern, es soll, kann man auch nochmal gucken, es soll ja irgendwie was sein, das hier. Das haben wir eben angezeigt bekommen, dass da irgendwie was kaputt ist. Ach so, hier. Na, da ist nochmal der Weg. Und es ist ein Reifen, der kaputt ist. So. Taste 3 schalten wir um. Okay, konnten wir eben noch nicht. So, Taste 3 schalten wir um und können prüfen, welcher kaputt ist. Und ja, können auch die anderen Teile gucken, ob sie heile sind. Das geht also alles. Auch das, was auf der anderen Seite ist. Auch die Teile, die hier nach innen sind. Wir könnten also theoretisch jetzt alles durchgucken. Brauchen wir aber nicht. Mit der 1 haben wir einen Demontagemodus. So. Klicken wir einmal die Schraube an. Und dann können wir mit der rechten Maustaste die Schrauben rausdrehen. Okay. So. Wieder rechte Maustaste, das markieren. Das anklicken und die Schrauben rausdrehen. Wie wir das ja auch schon vom Autosimulator, also Automechanik-Simulator und Flugzeug-Simulator und so weiter kennen. Ja. So. Gut. Ja. Er erzählt uns jetzt was, dass wir jetzt dieses Teil drucken können. Denn wir kaufen ja hier nichts. Wir drucken uns die Teile selber. So, das einmal anklicken nur und dann läuft da oben die Zeit. Also jetzt kein zweites Mal draufklicken, wäre nicht so gut. So, noch 20 Sekunden knapp. Dann landet das Ganze hier hinten. Das können wir bisher noch nicht benutzen. Wir können auch die anderen Sachen eigentlich alle noch nicht benutzen. Später können wir dann in der Zeit, wo der hier am Drucken ist, vielleicht schon das eine oder andere machen. Können wir im Augenblick noch nicht. Jetzt zeigt er an, dass da irgendwas ist. So, da kommt was, das sammeln wir ein. Und ihr werdet es nicht glauben, aber das war tatsächlich das fehlende Rad. So. So, das Rad, das neue. Und wieder alle Schrauben rein. So, dann das. Da kommt das Teil rein. Das anklicken. Und auch hier alle Schrauben rein. So, wer jetzt denkt, jetzt ist schon fertig, hat sich getäuscht.
Weil wir müssen jetzt die Software des Ganzen irgendwie wohl aktualisieren. Das machen wir, indem wir dieses Teil da anstöpseln. Und dann zu diesem Gerät gehen. Ja, und dann müssen wir erstmal so ein bisschen zusammenbasteln. Hier fehlt zum Beispiel... Achso, ja, ich muss erstmal wieder bestätigen. So, da fehlt was, da kommt das rein. Hier fehlt was, da kommt auch das rein. Hier oben fehlt noch was, da kommt das rein. Das können wir auch nochmal drehen. Dann hier kommt sowas rein. Da auch. Auch das müssen wir drehen. So, und jetzt müssen wir zusehen, dass wir 8 Volt kriegen. Das sind Widerstände oder irgendwelche Dinger, die den Strom beeinflussen. So, wie kriegen wir 8 Volt zusammen? Wir klicken hier drauf. Dann fangen wir mal von hier an und sagen minus 2. Jetzt haben wir minus 2 Volt. Und wie man sieht, es geht jetzt nur bis dahin. Wir müssen den einstellen. Minus 1, minus 1 und minus 1. So, und hier fangen wir mal, wir haben jetzt minus 5, jetzt sagen wir okay, plus 5 und sagen hier plus 4 und hier auch nochmal plus 4 und dann haben wir unsere 8 Volt erreicht. Und das war's dann schon. Und damit ist unser Rover fertig. Jetzt können wir einfach wieder auf unseren Laptop gehen, können sagen Complete Order, bestätigen. Und das war's. Gut. Nächster Auftrag. Sowas und sowas brauchen wir da. Machen wir. So, wieder das bestätigen. Wir haben wieder das hier. So, wieder die Werkbank. Gut. Unseren Rover auf die Werkbank draufstellen. So. Zack. Klatsch. Gut. Und wieder mit Exit raus. Und unser Rover steht da. Die beiden Teile, die wurden uns ja schon genannt. Jetzt weiß ich nicht, ob wir die schon drucken können. Ja, das ist einmal das. Und einmal das. So, jetzt müssen wir sie nur finden. So, da können wir jetzt suchen, so viel wir wollen. Wir werden sie nicht finden. Wie gesagt, ich habe das Ganze schon mal angespielt. Von daher, ich hoffe, es hat sich jetzt nichts geändert. Wir bauen wieder das Rad ab oder den Reifen ab. So. Und jetzt können wir auf Überprüfen gehen. Jawohl, ist es der richtige. Und dann überprüfen wir nochmal, ob das auch wirklich das Teil ist. Ja, das ist das Teil. Gut. Die beiden Teile sind fertig gedruckt.
Jetzt drücken wir auf 2. So. Gut, daraus das Teil dran. Und wieder das Spielchen. Wir müssen 5 Volt schaffen. 3 und 2 sind 5. So, wir kommen hier oben, aber nicht dran. Wenn wir so rumgehen würden, dann würden wir immer hier dran hängen bleiben. Und 5 Volt haben wir nicht, also müssen wir den Weg gehen. 1, 2, muss ich eben also jedes Mal das angucken, wo man lang muss, lang will oder wie auch immer. Ohne dem funktioniert das leider nicht. So, wir brauchen plus 3 Volt, nochmal plus 3 Volt und dann gehen wir hier bei minus 1 und schon haben wir es fertig. Gut, wir gehen wieder auf F. Sagen Complete Order. Schwupp. Das war's. So, jetzt haben wir noch nichts Neues. Aber mittlerweile ist ja der hier freigeschaltet. Wir können also die alten Teile, die wir nicht mehr brauchen, können wir verschrotten. Heißt, unser Inventar ist jetzt leer. Jetzt gehen wir wieder bei und holen uns den nächsten Auftrag. Die Maschine. Wo jetzt da die Maschine ist bei so einem Rover? Keine Ahnung. Und ausnahmsweise wollen wir auch noch nicht anfangen zu drucken. Weil da wird sich einiges andere tun bei. So, wieder den Kran. Und wie man sieht, diesmal ist das Paket etwas größer. So, jawohl. Und wir haben unseren Rover auf dem Tisch stehen. Den untersuchen wir jetzt in der nächsten Folge. Also ich mache ein zweites angezockt davon.
Ich denke mal, ihr habt bisher noch nicht viel gesehen. Ich habe auch noch nicht viel mitgekriegt. Das war übrigens die letzte Mission, die ich gemacht hatte im Probespielen. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.